Bei diesen Filmen werdet ihr schreien vor Lachen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 Horrorfilme, die unabsichtlich lustig waren. All over out there. Got any gasoline around here? Bevor wir anfangen, wir veröffentlichen jeden Tag neue Videos, also abonniert doch unseren Kanal, um sie zu sehen. In dieser Liste sehen wir uns nur Horrorszenen an, die unabsichtlich lustig waren. Szenen, die für Lacher gemacht wurden oder Filme, die sich nicht so ernst nehmen, zählen nicht. Mike, it's horrible. Let's get out of here. Let's go. Nummer 10. Der weiße Hai 3D. The baby was caught inside the park. Als ein kleiner weißer Hai durch ein Abflussrohr nach SeaWorld gelangt, entscheidet das Management, dass er eine gute neue Attraktion hergeben würde. Obwohl ein Mann ihn live im Fernsehen umbringen will, gewinnt die Vernunft und er wird aufgepäppelt. Er stirbt leider trotzdem und sein Mutterhai wird wütend und dabei beginnt der Ärger. Der weiße Hai 3D hat einige Probleme. Die 3D-Effekte sind fürchterlich, der Film ist super kitschig und die Action ist lachhaft. Außerdem, wenn ihr mit einem Hai kämpft, schwimmt nicht in seinen Mund. Nummer 9. The Happening. Let's just stay ahead of the wind. Der Film wurde von vielen kritisiert, aber eigentlich hat er eine gute Prämisse. Menschen auf der ganzen Welt fangen ohne Vorwarnung an, sich komisch zu verhalten und sich dann umzubringen. Es gibt scheinbar keinen Weg, das auszuhalten oder den Grund dafür rauszufinden. Man weiß nur, dass es passiert. Aber dann findet man heraus, dass es an Pflanzen liegt. Klar, es hätte vielleicht trotzdem noch ein guter Film werden können, aber die schlechten Dialoge und das lächerliche Reden mit Büschen geben dem Film den Rest. We're just here to use the bathroom. Then we're just gonna leave. Der Film fängt spannend an und wird dann sehr schnell lächerlich, bis man ihn wirklich nicht mehr ernst nehmen kann. This was an act of nature and we'll never fully understand it. Nummer 8. Deathbed. The Bed That Eats. Es ist einer dieser Filme, wo mit dem Titel alles gesagt ist. Es gibt ein Bett, Menschen legen sich rein und es isst sie. Zum Glück für das Bett scheint es einen nicht endenden Nachschub an wuschigen Teenies zu geben, die es nicht erwarten können, eine heiße Nacht in ihm zu verbringen. Die geringe Produktionsqualität und unterirdische Schauspielleistungen tun dem Film auch keinen Gefallen. Und dann kommt auch noch die Hintergrundgeschichte über einen Dämon mit Liebeskummer, der den Film endgültig lächerlich macht. At least this bed seems comfortable. Nummer 7. Der Manitou. Wenn sogar Garth Marenghi's Dark Place wie ein realistischer Krankenhaushorror wirkt, dann weiß man, man hat etwas Besonderes. Larry? Bei diesem Film geht es um eine Frau, die Probleme mit einem schnell wachsenden Tumor am Hals hat. Als sie damit zum Arzt geht, stellt sich aber heraus, dass es gar kein Tumor ist. It's not a tumor. Not a tumor. Es ist der wiedergeborene Geist eines uralten Indianerschamanen in Form eines Fötus, der versucht, wiedergeboren zu werden, um sein Volk zu rächen. Ihr wisst schon, das Übliche. Aber verglichen mit den Geisterdinosauriern und der oben ohne Weltraumschlacht ist das nicht mal das Verrückteste an dem Film. Machines managers are focusing the power to Karen. Nummer 6. Texas Chainsaw Massacre. Die Rückkehr. Dieser Film beinhaltet die Hauptelemente des Originals, also die verrückte Familie, Leatherface und so weiter. Aber ihm fehlt die Rohheit und natürlich das Massaker mit der Kettensäge. Aber was den Film wirklich zum Kultfavoriten macht, ist die Besetzung. Mit Renee Zellweger und Matthew McConaughey, bevor die beiden Hollywood-Stars wurden. I am in the mood for life. Die beiden geben sich echt Mühe, auch wenn McConaughey ein bisschen drüber ist und Zellweger manchmal gelangweilt wirkt. Aber hey, jeder muss irgendwo anfangen, oder? If you're gonna kill me, then do it. I'm not gonna put up with any more of your crap. It's bullshit. Nummer 5. Rhea M. Es begann ohne Warnung. This machine just called me an asshole. 1986 hatte Stephen King genug von Regisseuren, die seine Buchvorlagen verschandelten und wollte es selbst in die Hand nehmen. In dem Film löst ein Komet eine Störung in den Geräten und Fahrzeugen der Welt aus, die dann mehr oder weniger grundlos anfangen, Amok zu laufen. You! Der Film nimmt sich sehr ernst und dadurch wird er lustig. Keinem der Charaktere scheint aufzufallen, wie absurd die Situation ist. Außerdem lassen die Dialoge viel zu wünschen übrig. Und wir sehen eine junge Yeardley Smith, die englische Stimme von Lisa Simpson, was es nicht leichter macht, den Film ernst zu nehmen. Don't make me a widow on my wedding day, Curtis. Nummer 4. Wicker Man. How to get burned.
How did it get burned? I don't know! Nicolas Cage ist durch seinen Schauspielstil zur Kultfigur geworden. Aber wenn dieser Stil auf einen gruseligen Film trifft, sind die Ergebnisse fragwürdig. Allerdings trifft ihn nicht alleine die Schuld für diesen berüchtigten Film, da die Drehbuchvorlage bereits das Todesurteil hätte sein sollen. Not the beast! Ah! I love my eyes! Mit all den Bienen, dem Bärenboxen, dem Boxen im Allgemeinen und diesem verdammten Honig hatte der Film immerhin einige Zitate, die nach der Premiere 2006 zu Memes wurden. Aber dem Original von 73 kann er bei weitem nicht das Wasser reichen. Killing me won't bring back your goddamn honey! But I know it will! Nummer 3. Maynes, The Hands of Fate. I am Torgo. I can't care of the place while the master is away. Dieser Film entsprang kaum überraschend einer Wette. Der Autor, Regisseur und Produzent Harold P. Warren prahlte, es wäre nicht schwierig, einen Horrorfilm zu machen, und wettete mit Sterling Siliphant, dass er alleine einen machen könne. You have failed, and you must die. Alles, was hätte schiefgehen können, ging auch schief, und so hat der Film ohne Ende Schnittfehler, Soundprobleme und ohne Ende schlechte Synchronisierung. You cannot stay. The master would not approve. Hinzu kommt noch, dass die Story ohnehin schon eher mager und ziemlich durcheinander war. Der Film ist so schlecht, dass er mittlerweile in bestimmten Kreisen absoluten Kultstatus erlangt hat. Why don't you guys leave us alone? Nummer 2. Troll 2. They're eating her. And then they're going to eat me. Warum essen sie keinen Salat? In diesem Film landet eine glücklose Familie in der Stadt Nilborg. Ab da laufen die vegetarischen Goblins amok und versuchen, Menschen in Gemüse zu verwandeln, sodass sie sie essen können. Obwohl der Film eigentlich eine Fortsetzung hat, hat er mit seinem Vorgänger von 1986 überhaupt nichts zu tun und hätte eigentlich eher Goblins heißen sollen. Aber bei einem so theatralischen Drehbuch, schlechten Kostümen und überzogenem Schauspiel macht der Name auch keinen Unterschied. Oh my God! Bevor wir euch unsere Nummer 1 verraten, hier noch ein paar lobende Erwähnungen. Carpet Day! Huh? No! Nummer 1. House of the Dead. God! Während einer Party auf einer fernen Insel werden heiße Studenten von Zombies angegriffen und müssen sich zusammentun, um zu überleben. Zum Glück sind sie alle scheinbar Kampfkunst- und Waffenspezialisten. Der Film lässt kein Horrorklischee aus. Es gibt nackte Schauspieler, Splatter ohne Ende und es wird immer die falsche Entscheidung getroffen. Zudem gibt es eine Menge Anschlussfehler, Lücken in der Story, unnötige Romanzen, Videospiel-Cutscenes und Effekte, die an Matrix erinnern sollen. Es ist so schlecht, dass man es gesehen haben muss, um es zu glauben. Game over, f***er. Stimmt ihr unserer Auswahl zu? Seht euch auch diese anderen Videos von WatchMojo Deutschland an und abonniert uns für täglich neuen Content.